Servus, Habitäre, der Andi. Du bist der richtige Vollgasbruder, das heißt, du stehst auf ein wendiges, agiles Radl mit viel Reserven und du haust dir auch gerne mal die richtig fetten Jumps runter. Dann gibt's, glaube ich, nur ein Rad für dich, das Hyperx Xduro Enduro. Also das Fahrwerk von der Maschine ist echt Weltklasse. Vorne und hinten 180 mm Federweg, das reicht für die dicken Dinger und wenn es mal eng wird, hast du auch noch genug Reserven. Das Enduro 10.0 ist mit dem Bosch-Antriebssystem ausgestattet, in dem Fall Intube, das heißt der Akku ist richtig clean im Unterrohr versteckt. Was auch fein ist, wir haben verschiedene Antriebsstufen, insbesondere der EMTB-Modus ist da echt interessant, finde ich, weil du je nachdem wie feste du ins Pedal trittst, dementsprechend Unterstützung vom Motor bekommst. Das Modell ist mit sehr grobstolligen 27,5 Zoll Reifen ausgestattet, das heißt das Ganze ist nicht ganz so durchschlagsicher wie ein Plus-Reifen, aber in der Luft und in Kurven fühlt sich's, finde ich, um einiges agiler an. Du magst richtig extrem unterwegs sein, dann ist das Xduro Enduro, glaube ich, genau dein Bike.